Also gut, dann können wir loslegen, wenn Sie alle Ihre Getränke haben. Meine Damen und Herren, treffen sich zwei Planeten. Sag Nummer 1 zu Nummer 2. Wie geht's dir? Daraufhin Nummer 2. Schlecht, ich habe Homo sapiens. Sag die Nummer 1. Mach dir nichts draus, ich hatte auch sowas Ähnliches, das geht vorbei. Ja, ein Planet, der eine Lebenserwartung von 10 Milliarden Jahren hat, kann sich sowas erlauben zu sagen. Der hat ja auch etliches Kommen und Gehen sehen, unter anderem auch Lebewesen. Aber wenn wir aus menschlicher Sicht sowas uns mal anschauen, dann sieht es nicht so lustig aus. Und man kann sich sagen, ja immerhin, wir haben mehrere Millionen Jahre Zeit, aber wir sind gerade dabei, uns selbst zu zerstören. Das muss man auch schaffen können. Und genau über dieses Thema sprechen wir heute Abend. Schön, dass Sie hier sind. Kontrapunkt Nummer 13 hier im Zimmertheater. Unser Gast heute Abend, Herr Rosner, ein Experte seines Fachs. Er wird uns einiges über diese Selbstzerstörung sagen. Natürlich, Selbstzerstörung heißt nicht, keine Panik, dass Sie morgen gleich Ihren Koffer packen, aber wer weiß, wie viel Zeit wir tatsächlich noch haben. Stichwort Klimawandel, Stichwort Umweltzerstörung und alles, was damit zu tun hat. Denn wir haben es geschafft, in sehr wenigen Jahrzehnten den Lebensraum, den wir brauchen, zu versauen. Die Schweine mögen es mir verzeihen, aber wir haben es geschafft, in der Tat. Herr Rosner, schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Abend. Und ja, Sie können auch natürlich einen Applaus. Gleich die erste Frage. Klimawandel, ist das etwas, was immer wiederkehrt oder ist es zum ersten Mal so in der Form? Grundsätzlich ist es was, was in den letzten 4, 5 Milliarden Jahren, die wir auf der Erde hatten, immer wiedergekehrt ist und auch schon mit extremeren Temperaturschwankungen, Niederschlagsverteilungen. Von daher ist es was, was wir eigentlich immer haben, schon gehabt haben. Aber in dieser Phase der letzten, sage ich mal, 1 Million Jahre, ist es schon ein Phänomen, wo wir sagen müssen, in dieser Extremheit ist es bisher noch nicht aufgetreten. Also extrem heißt, der Anstieg der Temperaturen als Beispiel in den letzten 100 Jahren ist so rasant, wie wir es, solange wir Daten haben, Proxy-Daten oder Messdaten, eigentlich noch nicht in den letzten 100.000 Jahren so gekommen. Übersetzt auf noch längere Zeit ist das vielleicht, wenn ich an die Dinosaurier denke, an das Tertiär, da hatten wir sicher höhere Temperaturen. Aber da waren auch die Situationen anders, dass die Kontinente anders lagen, dass ich die Antarktis nicht mehr nach Südpol-Situation hatte, wo ich sehr kalte Phasen hatte, sondern dass wir in der Situation, die wir es heute haben, ist es so, dass wir wirklich vom Anstieg her in einem extremen Bereich sind und so schnell, wie wir es kaum bisher haben. Und was heißt das konkret für uns? Denn wir haben natürlich unsere Lebensverhältnisse immer dem Klima angepasst. Wir sind nicht seit gestern auf diesem Planeten, so gesehen kann man sagen, oh ja, Menschen sind anpassungsfähig, auch das wird natürlich kein Problem darstellen, oder doch? Gut, für uns ist es wahrscheinlich kein Problem, für uns speziell in den westlichen Industrieländern, glaube ich, dass wir uns irgendwie in der Sache arrangieren können, aber es gibt andere Regionen auf der Erde, die das sicher deutlicher zu spüren bekommen. Ich habe ein paar Zahlen, wenn Sie da einfach mal nebenher mal nachgucken. Zu der ersten Frage nochmal. Da hinten dieses Rote, was da ist auf der einen Seite, das ist das, was dieses Extrem der letzten 20 Jahre ist. Also es geht so und dann steigt hoch. Das ist sicher was, was wir in den Industrienationen wegstecken. Wir haben genügend Bruttosozialprodukt, wir können unsere Deiche noch einen Meter höher bauen, wir können unsere Häuser noch entsprechend dämmen, wir können unsere fossilen Flächen noch entsprechend ablegen lassen, dass also das genügend Wasser abfließen kann. Aber ich glaube, dass es andere Bereiche gibt, oder ich bin sicher, dass es andere Bereiche auf der Erde gibt, die da sehr viel mehr davon betroffen sind. Und allen voran sind es natürlich die Länder des Südens, die nicht diese finanziellen Ressourcen haben, die wir haben. Und natürlich vor allem, wenn Sie an die großen Megastädte der Erde denken, alle Städte, die irgendwo zum Beispiel an der Küste liegen. Und da haben wir jede Menge davon, das ist Kairo zum Beispiel, fängt das an,
Wir haben Bangladesch, gibt es große Millionenstädte, Karachi, es gibt, was haben wir noch, Thailand, ja, Bangkok in dieser Region, Vietnam, gibt es viele Städte, die natürlich keine Chance haben, wenn man Meeresspiegelanstieg, wie wir erwarten, in den nächsten 50, 100 Jahren von einem Meter einfach so wegzuschwimmen. Mhm. Problem ist, kurz, ja, ja. Nicht der Meter, die Mittel, sondern dieses Mittel steckt natürlich in solchen Extremwerten drin und mit dem Anwachsen des Mittelwertes steigen nämlich auch unsere Extremwerte. Und das ist ein Problem, mit dem wir in den nächsten Jahren verstärkt tun haben. Ich habe das versucht mit einer Abbildung vom Kollegen Schönwiese auf dieser Abbildung hier oben darzustellen. Ist vielleicht nicht ganz leicht zu lesen, aber ich denke, man kann sich so vorstellen, die Kurve, die hier oben ihren Mittelpunkt hat, das ist das Klima, was wir heute haben, in so einer normalen Verteilung. Und das, was wir erwarten, ist die andere Kurve, die wir hier haben. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir sehr viel mehr Extreme haben werden. Es wird immer noch so einen kalten April geben wie jetzt. Ganz klar, wenn ich heute jemand fragt, Klimawandel, April friert, kein Klimawandel, das ist doch Quatsch. Das ist das, was hier unten in dieser Ecke sich immer noch stark abspiegelt. Aber das hier, was wir hier oben haben, und das ist das, das könnte ich jetzt, für die Temperatur ist das quasi jetzt angezeigt, ich könnte es genauso gut umdrehen, Hochkant, für die Hochwasser. Das heißt, was jetzt ein mittleres Hochwasser ist, ist dann irgendwann ein niedrigerer Bereich und die höheren Hochwasser liegen halt dann nochmal deutlich höher und kommen häufiger. Das sind die beiden Dinge, die wir im Kopf behalten müssen. Häufiger und extremer. Das ist das, was wir, mit dem wir umgehen werden müssen. Und wir in der Industrienation können das, denke ich. Wir haben die Ressourcen dazu, in begrenztem Maß. Aber wir können das eher, als das zum Beispiel ja, Länder des Südens können. In Afrika oder in Asien. Wenn Sie so die Sachlage beschreiben, dann klingt es so, dass es alles schon bekannt ist, also keine Überraschung darstellt für Sie. Es ist jetzt nicht etwas, was Sie letzten Monat entdeckt hätten, sondern das ist wahrscheinlich schon eine längere Zeit so bekannt. Wenn das so ist, tatsächlich, warum weiß das niemand von der anderen Seite, die Entscheidungen treffen müssen, die das alles irgendwie ja, verwalten müssen, die Politik, die Gesellschaft, die Wirtschaft? Ja, denke, die Politiker sind natürlich immer nur auf 4 Jahre gepolt, auf 5 Jahre gepolt, das ist eine Wahlperiode. Und deswegen wissen sie nicht, dass zum Beispiel die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages 1988 bereits genau die Daten zusammengestellt hat, oder eine Enquete-Kommission, über die wir uns heute unterhalten. Ich habe genau diese Abbildung hier in meiner Folie, diese Folie hier in meiner Lehrveranstaltung zum Klima, und dann wundern sich die Studierenden immer, Moment, da steht doch hier 1990 drauf, oder 1988, in der Enquete-Kommission, es ist seit Mitte der 80er Jahre bekannt. Ganz auch klar. In der Deutlichkeit, das heißt, man hat alles voraussehen können, was jetzt passiert. Wie gesagt, ist die Abbildung hier, die ist in dieser Deutlichkeit schon in der Enquete-Kommission, der steht doch bei mir im Regal, da habe ich ihn rauskopiert, aber das Problem ist, 88, das sind wie viele Wahlperioden, bis dahin sedimentiert sowas in den Regalen der Abgeordneten und kein Mensch weiß es mehr. Also es ist immer spannend, wenn man die Zeitung liest, die heute nichts geschrieben hat, nur unter Platz leider. Aber da wird dann der CO2-Ausstoß auf einmal wieder neu entdeckt, oder dass die Antarktis irgendwelche Eisberge verliert, auch ganz neu, oder dass der Klimawandel auch nur auf Autoabgase vielleicht zustande kommen könnte. Oder vielleicht auf der Rückseite, also so dieses eine Beispiel von den Flugreisen, also die Flugreisen, da auch eine Rolle spielen können. Das wird immer neu entdeckt, weil es im Kurzzeitgedächtnis der Politiker und derer, die es verwalten sollen, leider irgendwie nicht fest verankert ist. Das heißt, auch das ist bekannt, welche Faktoren beeinflussen unser Klima in einer Periode von 100 oder 150 Jahren. Ja, das ist, also diese Daten sind bekannt. Es gibt natürlich ein paar Klimaskeptiker, aber das Gros der seriösen Klimawissenschaftler, Klimaforscher, die sind sich einig. Das ist dieser IPCC, dieses International Panel on Climate Change. Da sind, ich glaube, 3500 Wissenschaftler mit beteiligt, und man kann es 3500
Spezialisten in diesem Bereich nicht nachsagen, dass sie irgendwie nur Lobby in Richtung möglichst viel Geld verdienen, ein Vorwurf, den sie haben, sie würden möglichst viel Geld von den Politikern bekommen für ihre Forschung. Und das glaube ich, das ist natürlich was, was ich mir nicht vorstellen kann. Ja. Und dieses Selbstverschuldete, was genau ist das oder ab wann hat es angefangen? Weil der Mensch ist ja nicht seit gestern auf der Welt. Man kann auch sagen, die Römer haben ja schon ziemlich alles abgeholzt. Das ist auch eine Ursache. Oder sind wir doch eher in der Neuzeit die Hauptverursache? Die allererste Abbildung hier oben nochmal. Ich habe absichtlich einen Datensatz aus der Schweiz genommen, dass man nicht sagen kann, ich würde jetzt hier für die deutschen Meteorologen hier irgendwie Werbung machen. Das ist ein Datensatz aus der Schweiz und das sieht man auch ungefähr, das beginnt mit den Messungen im Jahre 1840, glaube ich, 1860, sowas rum, beginnen diese Messungen in der Schweiz. Und da kann man das schön sehen, die ersten 100 Jahre passiert nicht sehr viel und dann geht es so ab, ja, und nach dem Zweiten Weltkrieg ging es los. Da kam mal eine Depression, wo man erstmal nicht wusste, was ist, und dann aber seit den 1980er Jahren geht es nach oben. Wir haben uns ja in der vorbereitenden Treffen haben uns unterhalten darüber und meine erste Reaktion, was Sie wissen noch, habe ich gesagt, eigentlich müssten wir Psychologen hier noch auf dem Podest stehen haben, weil ich auch rätsle, warum das nicht ganz funktioniert. Die Informationen sind alle da. Warum es in den Köpfen der Menschen nicht Fuß fasst, das ist wirklich schwierig. Wahrscheinlich reden wir hier sozusagen in diesem Kreis sowieso zu Leuten, zu Personen, Menschen, die da schon ein großes offenes Ohr haben dafür und dass die es wenig interessiert, wahrscheinlich gar nicht wissen. Ja, ein Punkt. Die Katastrophe ist ja noch nicht da. Ja, das ist das Problem. Ja. Wenn Sie jetzt Klima nehmen und Wetter, das sind immer zwei verschiedene Aspekte. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum die Menschen das gerne verwechseln oder verwechseln wollen, weil sie sehen, das Wetter ist ja nicht sonderlich anders geworden, April ist kalt oder kühl und das Klima ist etwas, was ja über mehrere Jahrzehnte geht und dann kann man das auch nicht so intensiv vielleicht beobachten oder fühlen. Gut, da muss ich jetzt nicht... Ich habe jetzt meine rosa-rote Klimatologenbrille auf. Für mich ist das ganz klar, 30 Jahre ist so dieser Zeitraum, den man Klima misst. Ja. Und ich weiß auch, da gibt es halt schon die dritte, vierte Klimanormalperiode. Ich denke, jeder, der das Wort Klima in den Mund nimmt, der, ja, meine Studenten zumindest auf jeden Fall, die wissen, dass das so was mit Mittelwert zu tun hat. Aber diese Mittelwerte selber, die sagen uns ja erstmal noch nichts. Ja? Wenn ich jetzt Tübingen sage, ich habe Tübingen mit Mitteltemperatur von 9 Grad Celsius im Jahr, das sagt mir überhaupt nichts aus. Ja? Wichtig sind, was ist das Minimum, was ist das Maximum, wann habe ich den letzten Spätfrost und dann bin ich wieder bei der Verknüpfung zum Wetter. Und ich denke, so die Begriffe sind natürlich im Normalgebrauch wahrscheinlich oftmals so, dass sie verwischt werden. Aber es macht uns natürlich auch, wenn wir klimatologische Forschung betreiben, haben wir das schwer, weil Wetter immer seine Schwankungen haben wird, auch wenn wir den Klimawandel immer noch zurzeit haben. Diese Schwankungen werden wir haben. Aber dann ist natürlich die Frage, wer von Ihnen weiß, wie der November vor 2 Jahren war. Extrem trocken, extrem warm, wir hatten fast 30 Grad. Wer weiß von Ihnen noch, wie Pfingsten letztes Jahr war? Weiß es auch noch? Du weißt es. Wie war es letztes Jahr an Pfingsten? Gut war heiß. Genau, brutal heiß, über 30 Grad, ja. Ich bin mit meiner Frau unterwegs gewesen, in der Fränkischen Alb, eigentlich schön kühl, wir sind in den nächsten großen Wald geflüchtet, haben den ganzen Tag im Wald verbracht. Ne. Extrem, das war Anfang Juni und dann haben wir über 30 Grad gehabt. Ja. Aber das vergisst jeder sofort. Ne. Oder wann hast du zum letzten Mal richtig Schnee gehabt? Da haben wir noch keinen Winter mehr mit richtigem Schnee. Also, und wir haben natürlich Winter mit 1 Meter Schnee gehabt die letzten 5 Jahre. Aber das ist sofort vergessen. Oder es verlagert sich dann in anderen Regionen der Welt, die da extrem wieder Dinge bekommen. Ja gut, aber diese Extremdinge sind bei uns, wir sind in den mittleren Breiten, also wir sprechen von gemäßigtem Klima. Wir haben, sagen wir, von den Temperaturvariationen nicht die Extreme, wie wir sie jetzt in afrikanischen Ländern haben oder in tropischen Ländern. Da haben wir die Probleme vor allen Dingen mit der Temperatur und mit der Trockenheit, die extrem wird. Gut, sagt jemand nur die Sahelzone oder was? Ja. Das ist natürlich ein Gebiet gewesen, in dem durch diese natürlichen Klimaschwankungen in den 70er, 80er Jahren extreme Trockenheiten aufgetreten sind.
Und diese Trockenheiten, die so diese Vorstellung in dieser Abbildung, werden sozusagen, ja, nicht zum Normalfall, aber werden dann zu einem sehr viel häufigeren Erscheinungsbild kommen, als wir das früher. Ein Beispiel hier zu diesen Extremen, wie man sich das vorstellen kann, ist Sommer 2003. Weiß das noch jemand? Der war fast so wie der letzte Sommer. Ja, sehr warm wahrscheinlich, oder? Genau, das war dieser extreme Hitzesommer. In Deutschland, wo wir, glaube ich, zwei Wochen 30, 36 bis 40 Grad hatten. Wir hatten letztes Jahr so eine kurze Phase im August, da waren es auch, Kitzingen ist dabei mit 39,1 oder 40,1 Grad Celsius gewesen und so war es 2003. Die waren im Urlaub, die waren ja nicht hier. Ja, ja, ich war in Norwegen, der Exkursion ist auch gekommen. Aber dieser Sommer, der liegt ungefähr beim Extremwert irgendwo hier. Ja? Also wenn ich jetzt meine normale Kurve nehme, hier, dann hängt dieser Sommer natürlich ein extrem heißer Sommer gewesen. Ja? Wenn ich aber jetzt diese Erwartungen nehme, die wir haben für die Entwicklung des Klimas die nächsten 50 Jahre, dann muss ich das in Verbindung zu dieser unteren Kurve sehen. Und dann sehen wir, dass es zwar für uns aktuell ein extrem heißes Sommergeschehen war, aber dass wir hier eigentlich schon noch in einem leicht erhöhten Bereich sind. Das heißt, dieser Sommer 2003, der Sommer 2015, der wird eher sagen wir, ein Normalzustand oder ein leicht erhöhter Normalzustand werden, aber nicht so das, was wir sonst die letzten 50 Jahre, 100 Jahre oder 30 Jahre gehabt haben. Das heißt dann, diese Frage, wer kann den Klimawandel noch aufhalten, ist eine reine rhetorische, denn der ist schon da, ja, nach Ihrer Aussage. Das heißt, es geht gar nicht darum, ihn aufzuhalten, es geht nur darum, ihn zu verwalten oder so zu handhaben, dass wir nicht draufgehen. Richtig, also das ist ein guter Blick. Den Klimawandel verwalten, das ist eine gute Sache. Ja. Also das passiert auf dieser Weltklimakonferenz. Ja, aber diese 2 Grad, die dort quasi beschlossen worden sind, die sind eigentlich schon da. Für die noch einen Vertrag zu machen, ist eigentlich, also, ja. Ich habe das nicht verstanden, die sind schon überschritten? Oder? Nein, sie sind noch nicht überschritten, aber ja. Sie sind schon quasi in dem, was wir jetzt an treibhauswirksamen Gasen freigelassen haben, sind im Prinzip schon vorprogrammiert, dass die nächsten 30, 40 Jahre diese Sache auf jeden Fall erreicht wird. Ich habe, glaube ich, eine Abbildung. Also wir reden 2 Grad plus im Durchschnitt. Genau, im Schnitt. Globalen Schnitt. Ja. Es gibt hier da eine Abbildung hier oben. Das sind 2 Szenarien, das Maximum und das Minimum von dieser Gruppe des IPCC, von dem letzten aktuellen Bericht von 2013. Und Sie sehen, die blaue Linie ist quasi das Szenario, was quasi die bestmögliche Reaktion auf den Klimawandel schon mitnimmt. Und bei 2100 sind wir da schon die ganze Zeit fast im Bereich von 2 Grad. Und das ist ein Szenario, in dem wir, sagen wir, jetzt auf die Bremse drücken und sagen wir, alle unsere Anstrengungen dafür ausgeben, den Klimawandel abzumildern. Was im Moment nicht passiert. Ja? Also wenn wir Deutschland anschauen zum Beispiel, haben wir die Situation, nach der Wende ging der CO2-Ausstoß runter. Warum? Weil die ganzen alten Brennschleuder, Braunkohlekraftwerke, Steinkohlekraftwerke im Osten abgeschaltet worden sind und dann natürlich weniger CO2 produziert worden ist. Jetzt, im Moment, sind wir da wieder gut am Anstieg und wir sind eher auf dem Weg in dieses rote Szenario, wo es heißt 8,5, ja, das sind jetzt keine Grad Celsius, keine Angst, das sind Watt pro Quadratmeter, aber wo wir quasi dann landen bei einer Temperaturzunahme in 100 Jahren bei, ja, 4 Grad Celsius. Also im Moment zeige ich eher auf 4 Grad als auf 2 Grad, und die 2 Grad sind nach meiner Überzeugung eigentlich schon vorprogrammiert. Wenn man von diesem Klimawandel spricht, was heißt das konkret? Temperaturanstieg, das ist das Ergebnis. Und die Ursache ist in erster Linie CO2-Ausstoß insgesamt der Weltbevölkerung. Und ja, kann man das ein bisschen verfeinern? Wer ist immer für sowas zuständig? Wer verursacht immer diese Ausstöße? Hat jemand eine Idee, was jeder Baden-Württemberg im Durchschnitt ungefähr an CO2 pro Jahr produziert? Du weißt es sicher. Ich weiß nicht, 9 Tonnen oder sowas? Ja, gut, also 9 oder 10 Tonnen pro Jahr. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wie kann man das messen? Also so ein Raum, wie viele Tonnen kann ich in einem Raum
Wenn man das in Kubikmeter nimmt, sind das 10 Kubikmeter reines CO2. Also müsste ein Eisblock aus CO2 sein. Und dann könnte man wahrscheinlich 10 Kubikmeter Eis CO2 reinlegen. Kann man sich schwer vorstellen. Aber es ist auch nicht die Menge, sondern es ist die Wirksamkeit. Mhm. Weiß jemand, was klimaneutral ist? Also so, dass der Mensch sozusagen sich verhält, dass es Klima, von dem, was an CO2 senken wieder kommt, dass da dabei bin? Ja. Zwei, genau, etwa 2,4 bis 2,7 Tonnen sind klimaneutral. Sagt man, sind klimaneutral. Das heißt, jeder Baden-Württemberger hat im Moment einen vierfachen Rucksack. Ja? Und wenn man es hier noch genau sieht, guckt schon auf die Seite, auf der Rückseite gibt es auch eine kleine Abbildung. Und da sehen Sie, alle schimpfen auf die Inder, auf die Chinesen. Die sind zwar mengenmäßig insgesamt die größten Produzenten, ja? China, über 1 Milliarde Menschen. Aber wenn wir uns das mal anschauen, pro Kopf liegt China noch nicht mal bei 4. Also jeder Chinese, obwohl sie ja sehr viel produzieren, lebt noch klimawirksamer, also klimaneutral, muss man sagen, als jeder Baden-Württemberg. Mhm. Dazu kommen natürlich noch einmal die Kollegen aus den USA, aus der Sowjetunion, Australien können sehr, sehr wichtig dazu. Die liegen natürlich, ich habe hier auf der Abbildung, die liegen also jenseits von den USA, liegen ja fast bei 20. Und dazu gehören aber auch zum Beispiel Kanada oder Australien. Und Australien spürt inzwischen auch schon den Klimawandel ganz heftig, weil Australien liegt auf der Südhalbkugel im Bereich der Tropenzone, ja, im hinteren Bereich Australiens, haben wir eine große Wüste, eine trockene Wüste. Und diese Wasserversorgung in dem Randbereich, in dem Australien vor allem lebt, Blue Mountains oder Perth auf der anderen Seite, da wird die Wasserknappheit immer größer. Was bedeutet CO2 für die Natur zunächst einmal? Ja, auch ein schöner Satz, CO2 ist so gut für die Natur. Im Programm der AfD steht es immer so drin, wir brauchen CO2, jede Pflanze braucht CO2 zum Beatmen. Wir kriegen natürlich wieder Sauerstoff davon. Ja. Natürlich ist das ein wichtiger Stoff, ja. Ist aber eben ein Spurengas, kommt ja 0,003%, also verschwindend geringe Menge. Aber das Problem ist halt, dass CO2 nicht nur in diesem Prozess der Photosynthese eine Rolle spielt, sondern auch eben in diesem Prozess der Erwärmung der Atmosphäre. Ohne CO2, ohne Atmosphäre hätten wir eine globale Durchschnittstemperatur, ich glaube, von minus 18 Grad, also ziemlich unwirklich. Mhm. Mit unserer Atmosphäre, eben sagen wir, in einem stabilen Zustand, sind wir bei plus 15, also sieht es ganz anders aus. Ja? Und CO2 ist eines dieser Gase, die sozusagen diese Temperatur, diese Energie der Sonne, wie in so einem Treibhaus quasi festhält. Also abschirmt, das heißt, wir haben dann eine erhöhte Temperatur. Genau. Und diese Temperatur, die erhöhte, schadet der Natur in erster Linie oder schadet nur den Menschen? Also diese 15 Grad Durchschnittsschaden erstmal niemandem, ja. Aber wenn es jetzt sozusagen Klimawandel 2 oder 4 Grad wärmer wird, ja, global, dann wären wir bei 20 Grad, dann werden sich die Extreme, die Gegensätze verschärfen. Und man wird wohl mit mehr Taifunen, mit größeren, längeren Phasen der Trockenheit, Australien zum Beispiel, haben wir aber auch in Deutschland, wenn es im Herbst und Winter denken, wir haben, weiß nicht genau die Zahlen, aber wir liegen deutlich unter dem Wert, den wir in Niederschlägen im normalen Winter haben. Der Herbst war getroffen, der Winter, und war jetzt auf zwei Exkursionen mit Kollegen. Und Neckartal hier bei uns legt der Wasserspiegel nach dem Winter, nach der Phase, wo ich am meisten Grundwasser neu bilde, 1 Meter tiefer als im Landgärten. Also das sind so die Folgen, Trockenheit, höhere Temperatur, längere Phasen an Hitzewellen und auch, wenn ich an den USA denke, wahrscheinlich stärkere Extreme, dass ich eben Hurricanes von Süden habe, aber auch die Blizzards, die von Norden kommen. Also diese Extreme werden wir wahrscheinlich deutlich höher liegen. Also genau das, was ich hier auf dieser ersten Abbildung hier versucht habe klarzumachen. Damit müssen wir leben. Trotzdem, wir werden bei uns auch Winter haben, wo wir in den Gebirgen keinen Schnee haben. Das ist nicht so schön, würde einer sagen, aber viele Flüsse speisen ihre Quellen in den Gebirgen. Und das macht natürlich eine Rolle, spielt eine Rolle, wenn ich die Wasserführung der Flüsse nehme und dann von diesen Flüssen Trinkwasser, Kühlwasser für Kraftwerke oder so etwas rausnehme. Mhm.
Und das ist dann natürlich schon extrem wichtig, wenn dieses Regime sich dann auch ändert. Also das Frage haben wir ja nicht gerne, natürlich. Ja. Ich habe auch gehört, was mich immer so beunruhigt, dass ja auch der Permafrost dann auftaucht, der die Gebirge überhaupt zusammenhält. Ja, genau. Bestes Beispiel. Der Schwan hat ja, dann bewegt sich ja alles. Genau. Wenn Sie überlegen, es war jetzt letztes Jahr und vorletztes Jahr, waren zwei Berichte in der Zeitung, dass in Gotthard, bei der Gotthardstraße, ein Brocken so groß wie ein halbes Einfamilienhaus runtergekommen ist, auch verursacht möglicherweise durch Auftauen des Permafrostes. Weißt du, ob das alle klar ist, Permafrost? Permafrost ist quasi dauergefrorener Boden. Der Fels oder der Erdboden ist dauernd gefroren und im Sommer taut eine kleine Schicht auf, im Winter friert wieder alles zu. Und viele Teile der hohen Lagen im Gebirge, also über 2000 Meter, sind in den Alpen zum Beispiel so diskontinuierlicher oder sporadischer Permafrost. Und wenn der auftaut, dann hält natürlich der Fels nicht mehr zusammen und das Matterhorn an die Spitze fällt immer nach unten. Passiert nicht, aber. Doch, ich habe das schon erlebt. Ja, gut, das Matterhorn selber. Deswegen hat mich das besonders. Ja, aber es ist so, dass die Grazermatt zum Beispiel in diesem Talkessel, in dieser hohen Lage, mit diesen hohen Felsflanken, ist natürlich dann prädestiniert, dass solche Sachen geteilt werden können. Und, also bitte schon, ja, gerne. Ja. Ich würde sagen, zu den, nochmal zu den Wetterextremen hier. Da habe ich eben von Betreiber oder Verwalter eines Wasserkraftwerks gehört, dass sie eben das Problem haben, dass sie Wasserkraftwerk am Neckar entweder abschalten müssen, weil zu viel Wasser kommt. Genau. Und ganz häufig auch, sie können einfach nicht mehr so richtig damit kalkulieren, gerade im Frühjahr trocken und im Herbst extrem trocken, dass sie dann zu wenig Wasser haben. Das heißt, die Wasserkraft funktioniert dann auch nicht mehr gescheit. Mhm. Und der betreut das seit Jahrzehnten und der beobachtet eben auch, dass die Zuverlässigkeit der Wasserkrafterzeugung abnimmt durch diese Extreme. Das ist genau die Situation, wenn ich jetzt Hochkant nehme und den Wasserstand hier nehme, dass diese Extreme einfach größer werden. Ja. Das heißt, diese Hochgeschwindigkeit, Vollgas, die stimmt schon. Das heißt, das Bild ist gar nicht so verkehrt. Ja. Einschätzung 30, 40 Jahre, sagten Sie. Das heißt, wir werden dann diese Extreme erst recht alle spüren. Jetzt spüren wir sie nur gelegentlich oder an manchen Regionen, aber dann werden sie Normalzustand sein. Nicht ja, normal zu schon, aber in einem Bereich, der viel, viel höhere Häufigkeiten haben wird, als wir es bisher gehabt haben. Wann werden wir ja, die Bremse drehen müssen? Oder hätten wir schon längst machen können, aber ja. Ab wann meinen Sie, ist der Punkt erreicht, wo es nicht kein Zurück mehr gibt? Eine schwierige Frage. Also man kann sich diese kleine Abbildung auf dieser Seite hier nochmal vielleicht überlegen. Einen richtigen Punkt gibt es vielleicht nicht. Man kann ja überlegen, dieses untere Szenario, dieses blaue Szenario, ist ja ein Szenario, wo die Klimatologen sagen, ja, wir treten auf die Bremse und tun möglichst viel, um den Klimawandel aufzuhalten. Wir stoppen die Produktion von CO2 und allen anderen Treibhausgasen, reduzieren wir das auf jeden Fall und versuchen auch durch Wiederaufforstungsprojekte und also wirklich CO2 quasi zu binden. Dann landen wir trotzdem hier zwischen ja, 1,5 und 2 Grad irgendwo. Das sind ja diese Schwankungsbreiten. Je länger ich jetzt sozusagen warte in dieser Zeit hier zwischen 2000 und 2050, ja, desto stärker ist natürlich dieser Anstieg, desto stärker müssen wir natürlich nachher auf die Bremse treten. Das heißt, es tut viel mehr weh, wenn wir lange warten und spät bremsen, als wenn wir jetzt langsam bremsen und schauen, wie wir das vielleicht langsam hinbekommen können. Ja, bitteschön. Soll ich Nachrichten schauen, sehe ich immer wieder, dass die Bundesregierung beschließt, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ja. Das ist die Frage, wenn wir hier zu diesen Top-Ländern gehören mit dem fünffachen Wert von dem, was der Weltdurchschnitt ist, ne? Ob diese Vorgaben eben nur eine Art Greenwashing sind, hört sich gut an. Ne? Dann ist die andere Frage für mich, wer denn eigentlich man klasse, nicht Automobilflotten auf der einen Seite, ne? Und Sie haben jetzt vorher gesagt, Braunkohle wäre eine Großindustrie, ne? Produzierendes Gewerbe. Na, wenn wir jetzt mal China und Indien anschauen, Länder, die ich vor allem kenne, ne? Die steigen im Moment, glaube ich, bei 1,3 Milliarden Bevölkerung exponentiell, ne? Ihre Wirtschaftskraft. Das dauert ja keine 10 Jahre mehr. Dann wenn die bei, ich habe mal ausmultipliziert, ne? Die Amerikaner hier nicht, ne? Mit einem CO2-Ausstoß von 5,2 Milliarden, ne? Da sind die Chinesen noch davon entfernt, ne? Aber wenn die Chinesen nur auf 7 oder 8 kommen, ne? Dann haben die mal locker das Fünffache. Und ich weiß, dass das Klima
Ja, die Chinesen, das ist ja da unten. Ne? Die ja, aber auch die Chinesen merken sich schon, dass sie natürlich in ihrem Wachstum, das Wachstum, das sie haben, geht auf Kosten ihrer Umwelt. Das ja. merken die inzwischen auch. Und ich denke, also soweit ich China kenne, ist natürlich die Bevölkerungsverteilung, was die Einkommen angeht, ist das so extrem. Ja? Es gibt ein paar wenige, die sich dann den dritten Porsche-Cayenne-Laschen leisten oder Daimler 500 oder sowas. Und viele, die halt gar nichts haben, die haben Existenzminimum dahingekretschen. Ja? Also ich denke, dass es noch eine Weile dauert. Wie lange können wir uns jetzt streiten, oder ich weiß nicht genau. Aber dass natürlich, wenn China oder Indien wenn wir in derselben Lage sein sollten, dass wir denselben Standard haben wollen, den wir jetzt haben, dann ist natürlich, dann geht es wirklich nach senkrecht nach oben die Kurve. Sind denn die CO2-Produzenten, sind es tatsächlich diese Industriestaaten, die Anzahl der Automobile oder ist es die, gibt es noch andere, in Anführungszeichen nicht steuerbare CO2-Produzenten? Also, keine Ahnung, Schafe. Ja, also eine Sache, Menschen, die atmen, keine Ahnung. Ja, stimmt, es gibt ja nicht andere Quellen. Das eine, es haben richtig gesagt, Kühe. Ja. Also jedes Rindersteak, was wir auf dem Teller haben, ist natürlich vegetarisch, die Kühe produzieren, ist im Gegensatz zu CO2 nochmal um Vielfaches wirksamer. Schafe, Schafe nicht so, ne? Schafe nicht so. Kühe, ja. Also Rinderwirtschaft ist ein ganz extremes Beispiel und Reiswirtschaft. Nassreiswirtschaft ist Reiswirtschaft. Reis, ja, weil du nimmst ja nichts anderes wie ein Sumpf, ja. Wie ein natürlicher Sumpf und der produziert jede Menge Methan, CH4. Ja? Und je mehr Nassreisflächen sie haben, desto höher ist die Produktion von CH4 und Methan. Ja? Also, das sind zwei große Quellen, die natürlich auch direkt mit unserem Konsum zusammenhängen, ja? Mit mehr Menschen, die mehr essen. Viele Menschen, die viel Fleisch essen. Ja? Also das sind sicher zwei Quellen, die wir haben, die extrem groß sind. Ja? Dann, also ich habe meine Braunkohletage auch besucht, ich wollte mal die Pläne mal einen zu besuchen. Wenn sie es machen, sie haben 20 Reihen und gucken sich das an. Also es ist unglaublich, was dort verbrannt wird. Die ziehen Baumstämme, die natürlich verrottet sind, ein paar hunderttausend Jahre, halbe Baumstämme aus diesem Teil und verkohlen die irgendwo, verbrennen die in ihren Anlagen. Also, wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das gibt es nicht sowas. Ja. Also Braunkohleverbrennung ist eigentlich mit einer der größten CO2-Produzenten, die wir in Deutschland haben. Und das wäre sogar also funktioniert. Ja genau, wenn ich jetzt an Gasweiler 2 denke oder was die schwarze Pumpe oder sowas, das ist unglaublich. Abgesehen davon, was da alles an zerstörter Landschaft gibt, weil, die ich dann habe, können Sie mit Google mal drüber fliegen. Google Earth, das ist Papier. Mhm. Ja. Und das sind natürlich andere Quellen, aber ich denke, wir heizen, wir haben Strom jeden Tag um die Uhr. Ich denke, da ist natürlich, bin ich bei der Produktionsarbeit von CO2 eben auch, wie oft ich Fleisch esse. Ja. Ist natürlich auch ein Prozentpunkt, den ich habe. Ich denke, das sind Teile, die immer noch, die quasi Puzzlesteine, viele Puzzlesteine. Ja. Und wir haben uns auch in der Vorbereitung darüber unterhalten, bedeutet es, dass ich einen großen Verzicht leisten muss. Ja. Aber das ist, glaube ich, gerade das, was eben nicht stimmt. Ja. Wir könnten unsere Standard beibehalten, ohne dass wir Einschränkungen befürchten müssten, wenn wir unseren CO2-Ausstoß halbieren würden. Fleisch wäre natürlich eine Sache, da kann jeder drauf verzichten, aber man muss nicht jeden Tag sein. Ja. Aber das andere ist Stromproduktion. Ja. Es gibt inzwischen Tage, wo regenerative Energien mehr Strom produzieren in Deutschland als alle anderen Kraftwerke zusammen. Wir können es fast nicht handeln, weil wir wissen, wohin dann mit dem Strom. Aber das kann jeder machen für sich, indem man auf entsprechende andere Alternativen umschaltet. Es gibt Möglichkeiten, ja, sowas selbst zu machen. Und es gibt auch inzwischen Bücher. Anfang hat es mit dem Faktor 4, jetzt gibt es da Faktor 5 fast inzwischen. Ich wollte es noch mitnehmen, aber ich habe es vergessen. Wir können mit ein bisschen mehr Effizienz unseren CO2-Ausstoß, unseren Energiebedarf, muss man eigentlich sagen, also ich meine, auf die Hälfte oder ein Viertel von dem reduzieren, ohne dass wir unseren Standard irgendwie einschränken müssen. Wir können, das ist ja zunächst mal eine theoretische, abstrakte Sache. Wer muss es umsetzen oder wer bestimmt, wie viel ich
reduziere. Also die Freiwilligkeit im Sinne, ich esse jetzt nicht dreimal die Woche, sondern nur einmal, das ist ja schön und gut, aber ich kann ja nicht niemanden zwingen, wenn es nicht gesetzlich so verordnet wird. Also das heißt erstmal, wir halten fest, unser Wohlstand ist die Hauptursache für diesen Klimawandel. Also das kann man schon so eins zu eins nachvollziehen. Das heißt, der Wohlstand des einzelnen Individuums, Wohlstand gab es schon immer für wenige, aber jetzt haben wir diese Massen, das Massenphänomen. Und wenn jetzt der Wohlstand auf alle anderen Kontinente, Afrika, Asien und Lateinamerika übertragen werden soll, die alle wollen ja genau dahin, dann haben wir den Kollaps, wenn wir so weitermachen. Aber kann man dem genau das verwehren, was wir die letzten 50 Jahre für uns in Anspruch genommen haben? Und dann auch denen sagen, also du musst ein bisschen verzichten, weil das ist ja nicht so toll, was du da machst. Nee, gar nicht. Also nach meiner Überzeugung ist es nicht. Ja. Wir können, wie gesagt, wenn wir die Zahlen sehen, die wir produzieren, dann können wir nicht sagen, fang doch du mal an. Und so weit wie ich darfst du gar nicht kommen. Ja. Also ich denke, es müsste auf jeden Fall bei uns eine extreme Reduktion des Energieverbrauchs in jeder Richtung sein. Zumindest eine Umstellung auf erneuerbare Energien. Und ich glaube, wie gesagt, also ich habe da jetzt keine Zahlen, aber es gibt da auch entsprechende Literatur dazu, dass wir das schaffen ohne Einbußen an unserem Standard. Aber freiwillig geht es doch nicht. Nee. Also ich wollte gerade gucken, ob ich mein Geldbeutel habe, aber dann habe ich in der anderen Jacke. Das ist wie beim Sicherheitsgurt. Ich bin ein bisschen die Ältesten wahrscheinlich hier. Ja. Aber wir haben doch erlebt, dass man ohne Sicherheitsgurt fahren durfte. Und erst nachdem es Geld gekostet hat, hat man sich angeschaut. Ich bin bei einem Süden Taxi gefahren und ich habe niemanden angeschaut. Ich muss gerne fragen, ich immer sagen, es kostet 10 Euro, 10 D-Mark, wenn Sie mich nicht anschauen. Muss ich das bezahlen oder zahlen Sie das? Dann sagen Sie, nee, tut mir leid, das müssen Sie bezahlen. Erst nachdem es das gekostet hat, also das ist natürlich die Bequemlichkeit, die uns alle stellt. Ja? Ich denke, das eine wird sein, dass wir das nicht auf reiner Freiwilligkeit schaffen werden. Dazu sind wir einfach viel zu bewegt. Ja. Und da hat jeder auch seine Ausreden, die er dann sich irgendwie so durchschlägen kann. Ja, ganz klar, habe ich auch für mich, ganz ehrlich. Aber es gibt viele Dinge, denke ich, die bekannt sind, wo ich nur meine Bequemlichkeit so ein bisschen packen muss. Okay, nächster Erster wechsle ich meinen Stromanbieter. Oder wenn ich jetzt die ganzen vielen kleinen Puzzlesteine, wenn ich nächste Mal eine Strecke von unter 3 Kilometer habe, dann fahre ich ein Fahrrad. Sowas. Ja. Also so eine ganz kleine Elemente, die aber in der Summe nach meiner Überzeugung doch den Teil dazu beitragen können, dass ich das ändern kann. Und wir können es nur als Verbraucher selber machen. Wenn Sie, in der Vorbereitung haben wir kurz gesprochen, auch ein Beispiel. Diese Ölplattform, wie hieß sie nochmal? Ich habe schon vergessen, von Shell. Brent Spar. Als dann Greenpeace eine große Aktion gemacht hatte, haben wir alle auf einmal Shell boykottiert. Also die Einnahmen von Shell haben dann schon deutlich runter, in Deutschland zumindest. Ja. Das hat die nicht groß gejuckt. Aber das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, da hat der Verbraucher wirklich was in der Hand, wo er wirklich agieren kann. Wir glauben das einfach nicht, ja, aber ich bin der Überzeugung, wir haben als Verbraucher so viel in der Hand, dass wir, wenn wir das gemeinsam machen, gegensteuern und mit Effekt gegensteuern können. Ja? Wir haben es in der Hand und jeder hat natürlich eine gewisse Einsicht, aber ist es die Masse, ist es die Mehrheit? Denn wenn jemand sagt, ja, ich habe ein geringes Einkommen und jetzt soll ich von diesem geringen Einkommen noch höhere Preise finanzieren, damit jetzt das Telefon teuer wird, damit der Strom teuer wird und so weiter, das geht doch gar nicht. Dann wird er auch wieder sagen, dann soll die Politik gefälligst bei denen holen, die reich sind, und dann sollen die Konzerne dafür bluten, die sowieso keine Steuern zahlen und so weiter. Also irgendwann haben wir den gleichen Teufelskreis und alle sagen, also macht was ihr wollt, aber nur bei mir nicht. Ja, und irgendwann sind die 30 Jahre rum und dann können wir gucken, wie alles den Bach runtergeht. Ich glaube auch, also muss ich sagen, so die letzte Entwicklung, um solche Dinge zu starten, müsste man sich ja organisieren. Ne? Dass man sagt, okay, man kauft die Produkte nicht und die Produkte nicht und die Produkte nicht. Und ich weiß nicht, also durch diese ganze Überwachung habe ich den Eindruck, könnte das gleich ausgehebelt werden. Ich
halte Tatsache, da sind ja auch große Konzerne, haben ihre Interessen und das alles, dass gleich gekapert wird, so eine Bewegung oder so. Also ich halte es heute für schwieriger als früher Tatsache, als es diese Digitalisierung nicht gab. Ja, kann gut möglich sein, aber ich denke an so kleine Beispiele. Also da kann nur jeder bei sich selbst. Schön wäre es aber natürlich wirklich, wenn man im Verbund, wenn wir sagen, wir haben vorhin eben drüber gesprochen, wenn dieses TTIP kommt, na, dann kaufen wir eben einfach bestimmte Produkte nicht mehr. Nur, da wird nicht mehr draufstehen müssen, von wem es ist. Also es ist, ja. Also genau, unterstützen, das hilft natürlich nicht nur, wenn ich, also das Mindeste, was die Politik vorgeben muss, ist, dass man klar erkennt, welches Produkt jetzt, sage ich mal, CO2 weniger CO2-schädlich ist und welches CO2-schädlich ist, oder es gibt ja auch andere Richtlinien. Und wenn das verschleiert werden kann, dann hat man als Verbraucher nicht mehr die Möglichkeit, wirklich auch politisch im Privaten zu agieren. Also kleines Beispiel, seit neuestem steht tatsächlich Raum mit Palmöl, wo drin ist, dass da Palmöl nicht irgendwie nur pflanzliche Fettstellen. Seitdem ist überall Palmöl, was hier übrigens auch indirekt CO2 bei Regenwälder verbrannt und so weiter. Also das ist mindestens, dass die Politik die Klarheit und Transparenz schaffen muss, und dann kann man frei entscheiden, aber außerdem muss man trotzdem, denke ich, auch politisch agieren. Also ja, selbst wenn ein Produkt jetzt angenommen CO2-arm ist, die Maschinen, die dieses Produkt hergestellt haben, die können ja wieder was anderes sein. Das heißt, ich kann die ganze Kette nicht überblicken. Genau, du musst den Gesamtprozess nach kürzen, der grüne CO2. Eben. Und das Schiff, was mir die Ware hergebracht hat, das hat auch wieder eine ganz andere CO2-Menge. Also das geht ja immer weiter. Und wer kann das alles überschauen? Und dann fordern Sie aber von jedem seinen Beitrag. Gut, zu sagen, Fahrradfahren, okay, kann ich machen, aber... Ja. Na, ich bin ja fast vom Hocker... Entschuldigung. Aber ich bin fast vom Hocker gefallen, als ich mir einen neuen Monitor gekauft habe. Und diese Firma schreibt einfach mal hin, was das bedeutet, wie viel Gramm ich... 130 Gramm, wenn ich so und so viele Stunden diesen Monitor bediene. Und da wollte ich vorhin schon fragen, da sagten Sie doch eben, aber wir müssen eben diese anderen Stromarten anbieten, erneuerbare Energien und so, dann wäre es ja alles darunter, aber es ist noch nicht da im Moment. Gerade durch die Digitalisierung, was jeder, das haut es doch nochmal hoch. Aber es gibt ja Ökostromanbieter, das ist ja hier. Ja. Das gibt es schon, ja. Also dann machen wir sozusagen den sauren Strom. Bitte schön, ja. Leider, das ist eine Frage, ne? Diese CO2-Bilanz, von der manche Menschen sprechen, die immer sagen, ja, wenn man so ein Elektroauto fährt, ne, die Batterie, die Herstellung der Batterie, ne, die hat 15-mal mehr CO2-Ausstoß produziert, als das Auto dann letztendlich einspart im ersten Jahr oder sowas, ne? Also dann kommt das über eine Leitung. Macht diese CO2-Bilanz, gibt es darüber Erhebungen? Und der andere Punkt ist ja der, wenn ich mir die Abholzung von Wäldern anschaue, die ja nun mal CO2 regenerativ verarbeiten würden, ne? Und ich weiß, wie viele tausend Millionen Tonnen zusätzlich jetzt wieder in textile Kunstfasern investiert werden und ganze Wälder abgeholzt werden, weil es nicht genügend, man würde das weniger brauchen, dafür machen wir mehr Kunstfasern, ne? Die aus Zellulose hergestellt werden und dafür holzen wir Unzungen von Wäldern ab, die ja letztendlich regenerativ CO2 verarbeiten würden. Ne? Da gibt es, ich meine, das ist ja das eine ist der Ausstoß und das andere sind ja die, im Prinzip würden ja die Verhinderer von die. Ja, also nur eigentlich kann ich da keine erschöpfende Auskunft geben. Ich habe nur, das war zufalls, eine Bachelorarbeit mit dabei. Da geht es, da muss man halt versuchen, mal die eigene Nase zu greifen, um ein Geografiestudium. Was kostet ein Geografiestudium CO2? Ja, und also es ist extrem, wie das die Unterschiede sind. Also wir müssen eine große Exkursion machen bei uns und da geht man natürlich hin nach Thailand zum Beispiel, aber nach Südostasien oder in den Iran, nach Ghana oder sonst wo. Und wenn man sich die CO2-Mengen anschaut in der Menschen, dann wird es dann schwindelig, weil man kann im Grunde so ein Studium wahrscheinlich klimaneutral durchziehen. Das heißt, also es gibt so Ansätze, wo so einzelne was gemacht haben, aber wenn ich das meinen Kollegen hinlege, kommt es im nächsten Schaber, ist es auch weg. Also es ist schwierig, sowas natürlich zu bilanzieren. Es gibt Einrichtungen, die sowas versuchen zu bilanzieren, die natürlich aber dann, wo man dann im Kleingedruckten mal lesen muss, wer denn die Sponsoren sind. Ja? Also gerade wenn Sie an Wald denken, gibt es verschiedene
solche Dinge, FSC-Siegel oder PEFC, gibt es auch ganz unterschiedliche, man muss schauen, wer hat welches Siegel gemacht und in welchem Siegelgremium sitzen sogar unabhängige Vertreter drin. Das wäre für mich so eine Regel, ja. Bei PEFC, ich glaube, da sitzen keine unabhängigen Leute. Nee, da gibt es keine Stake. Aber bei FSC gibt es sogar Umweltverbände, da gibt es jetzt drin oder BND. Bei FSC schon. FSC, also dann gibt es natürlich so Greenwashing, wie wir es vorhin schon gehört haben, was man seine eigenen Siegel macht, so ein gutes Fleisch bei Lidl oder was ich das heißt oder sowas. Dann wird natürlich so eine eigene, da wird dem Verbraucher vorgekauft, da wird das mal über ihn, ihr Beispiel mit der Zellulose, das Zellstoff für Händen, nicht bei Baumwolle. Ja, Aralsee ist jetzt ausgekommen, die Baumwolle da ein schlechtes Image. Ja. Und dann gehen wir jetzt in die Skandinavien oder eben in Rumänien, wo viel abgeholt wird. Es ist eine wirklich Schwierigkeit, das so zu überprüfen. Aber ich finde, es darf sozusagen, das ist alles viel komplexer als man denkt. Ja, denken wir, was tut es, aber im Endeffekt hängt da eine ganze Latte von CO2 oder sonst was produzieren Sachen dran. Aber es gibt schon einfache Tipps, die einfach umzusetzen sind, die auch eingängig sind und wo man dann nicht mal große Transparenz von der Politik fordern muss. Und ich weiß, dass, also von BUND gibt es so 99 Energiespartipps, die einfach umsetzbar sind, aber auch der Herr Palmer hat ja, bevor er jetzt normaler Baubürger, Boomtown-Bürgermeister wurde, hat er mal zusammen mit Bernd Schott sowas auch verfasst, einfache Tipps, die äußerst effizient wirken, wo man nicht viel, ja, also die gut wirksam sind, aber nicht komplex. Da gibt es so Bücher von der Stadt. Reicht das aus, um irgendwas zu bewirken in der Bilanz? Alle anwenden würden und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall Beispiel, länger fahren. Ja, ein Auto, länger fahren. Das ist bisher die Batterien von einem Elektroauto, das ist Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was das an Zellen der Erde oder an Lithium oder sowas kostet. Ja. An Stoffen, die da drin sind. Da kann ich 100.000 Kilometer fahren mit meinem Dieselauto, habe natürlich entsprechend andere Abgase hinten raus, aber bis ich damit die Kosten damit drin habe. Ja. Aber einfach manche Dinge länger nutzen. Damit ist, glaube ich, schon viel gewonnen. PC, nicht alle zwei Jahre sondern wirklich mal gucken, geht noch ein Jahr, anderthalb oder so. Und das macht schon so viel aus, denke ich, wenn wir unsere Konsumgüter, die wir so haben, einfach ein Stück weit länger nutzen. Das heißt, gerade auch so die Apple-Prämie, ne? Das war ja eigentlich, das war genau der Schuss in den falschen Ofen. Ne? Genau. Das höre ich wahrscheinlich gerne, weil sie weniger kleiner verkaufen und umsetzen. Aber ich denke, das wäre sowas, wo ich sage, okay, wenn jeder sein Jackett oder seine Hose oder seine Schuhe ein halbes Jahr länger trägt und nicht gleich, dann hat man, glaube ich, schon was gewonnen. Denn gerade im Auto, Automobil ist nämlich so ein Punkt, wo man sagt, wenn man jetzt alle vier Jahre das Auto kauft, muss das sein, oder wenn der Leasingvertrag so lange geht oder optimiert ist, auf vier Jahre, das ist nämlich für mich so ein Punkt, wo ich sage, das wäre was, manche Dinge länger nutzen, das wäre ein großer Fortschritt. Das ist die eine Sache. Ich bleibe trotzdem ein bisschen bei der Verantwortung der Politik, der Gesellschaft, der Wirtschaft ein bisschen länger stehen. Sehen Sie auf der Ebene Gruppen, Tendenzen, Einrichtungen, Institutionen, wie auch immer, die schon jetzt in dieser Richtung denken, handeln? Denn der Katalysator wäre auch nicht von alleine gekommen, nur weil es einer wollte, sondern irgendjemand gesagt, ihr macht das jetzt. Ja. Kann man auch sowas erkennen von irgendwelchen Stellen, wo man sagen kann, das ist die richtige Richtung. Also wenn wir uns als Beispiel Umweltbundesamt, der Herr Hackbar, der ehemalige Leiter des Umweltbundesamtes, war ja einer, der sehr dezidiert auch an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und der hat auch schon immer wieder an Mahnungen sozusagen an relativ hoher Stelle Vorschläge gemacht, die natürlich von der Politik in der Regel abgewiesen worden sind, weil sie politisch nicht umsetzbar sind. Mhm. Ja? Die Große Koalition, da passiert natürlich nichts. Keiner macht dem anderen auch irgendwie weh und so. Man mogelt sich da zusammen. Also ich selber habe ein bisschen so in der Politik keine große Hoffnung. Die erste Situation wäre noch im kommunalen Bereich. Da kann ich was bewegen. Im kommunalpolitischen Bereich, das wäre ja für mich so eine Ebene, wo ich sage, okay, da kann ich was bewegen. Aber in Bundespolitik, also für mich selber ist eine Situation, da muss ich selber machen, um selber für mich gerecht zu werden an dieser Überzeugung. Aber Politik im Bund zum Beispiel,
Wenn ich sehe, dass die Frau Merkel uns die 2 Grad als Erfolg verkauft, dann muss ich sagen, ja, sie war mal Umweltministerin. Ja. Hat Chemie studiert, glaube ich. Physikerin sie auch. Oder Physikerin, ja. Also dann muss ich mir sagen, also das muss irgendwo ganz tief in ihrem Gedächtnis verschüttet sein, dass sie das nicht irgendwie mitkriegt. Ja, und gibt es anderswo auf der Welt solche bewegenden Tendenzen, wo sie sagen, die machen es besser? Also nicht die Bürger, das ist ja klar, was jeder machen kann, aber oder sind die noch schlimmer? Kann ja auch sein, ich weiß nicht. Jetzt bin ich mal zynisch und sage, was soll's, lass uns doch weitermachen. Wenn nämlich ein paar Länder überschwemmt werden, nicht unsere, so, nicht Afrika. Ja, ja, also wir haben es ja, wir können ja Mauern, Deich und so weiter machen. Ja, ja, ich bin zynisch. Also jetzt ein paar Länder gehen den Bach runter, so Afrika, Asien und ist doch okay, oder? Ja, was sind denn unsere Absatzmärkte? Ja, mein Gott, die wird es immer noch geben, aber dann sind doch ein paar Leute weg, oder? Ein paar weniger, ich habe weniger Menschheit. Richtig, und vor allem, ich kann dann absetzen, was ich will, und die kommen auch nicht zu uns. Ich habe gesagt, ich bin zynisch. So, da haben Sie völlig recht. Ich glaube, es gibt Menschen, die so denken. Da müssen wir echt absagen. Ja, die Frage ist natürlich, ob das nicht die bequeme Haltung ist, diese Denkweise, vielleicht nicht so überspitzt, aber in diese Richtung, im Sinne von, also wenn Sie sagen, wir schützen uns, wir haben das Bruttoprodukt, Inlandsprodukt, um uns davor zu schützen. Hamburg wird nicht untergehen, Cuxhaven auch nicht, oder wie die ganze Küste. New York wird abgehen. Also unglaublich, weil natürlich New York wäre auch alles. Eben, also wo ist das Problem? Die haben jetzt schon große Fläche. Afrikanischer Staat, ich meine, Kairo, ich weiß nicht, ob das wirklich so wichtig ist, dass Kairo existiert. Das ganze Delta ist weg. Ja, was soll ich jetzt darauf antworten? Das ist die Frage, wie Politik funktioniert. Das heißt, die Weltpolitik hat ja natürlich auch etwas mit Interessen zu tun. Auch mit Zynismus zu tun. Also es ist hier nicht eine Frage von Wohlwollen, sondern ja, wirklich als Regierungschef eines solchen Landes wäre, eines starken Landes, sage ich, ja, wir können es bezahlen, das wollte ich jetzt. Und dann kann ich auch meinen Bürgern, meinen Wählern nicht auch von heute auf nachher etwas zumuten, was in meine Existenz wieder gefährdet. Das heißt, ich sehe das Problem da drin, solange uns hier nichts passiert, wird es auch keine Maßnahme geben, die so radikal ist, dass wir sagen, ja, also es gab ja 70er Jahre diesen Sonntag. Ja, den weiß ich noch. Und das hat ja einiges gebracht, ja, und notgedrungen, weil sonst konnte niemand das Ganze bezahlen. Vielleicht muss sowas passieren erst einmal, dass man sagt, 5 Stunden am Tag kein Strom. Ja, also das sind die letzten Sommer, glaube ich, auch haarscharf mal so Situationen vorbeigeschraubt, ja. Weil zu viel erneuerbarer Strom produziert worden ist, ja. Und es war fast dran, dass die Netze zusammengebrochen sind. Aber das spüren wir nicht. Das wir spüren, das sehe ich ja mit dem Auto in dem Tag, den Hagel 2013. Aber das sind natürlich so extreme kleine Ereignisse, die in einem schmalen Streifen, wenn Verwandtschaft, Freunde zu uns kommen und sagen, boah, und was war da? Weiß kein Mensch mehr. Aber ich denke, was gibt es für solche Ereignisse? Gut, wenn wir die Münchner Rückversicherung oder die Swiss Re oder sowas anfragen, die Versicherungen quasi wieder refinanzieren, die rechnen uns das vor und sagen, genau, Fälle am Pfennig, wie viel ist. Aber wir zahlen das ja alle, so Prämien, Hausratversicherung und was wir sonst noch versuchen. Ja. Also ich denke, es ist, wir richten uns damit ein. Und wir können uns nicht, weil wir natürlich die entsprechenden Sicherungssysteme haben. Genau das meine ich. Das heißt, selbst die Generation, die nächste, wird nicht in die Lage versetzt werden, dass das alles plötzlich auf 1000% zu erhöhen, sondern es wird immer so sukzessive gehen und dann spüren wir es nicht. Also wenn wir die letzten 30 Jahre Preisentwicklungen nehmen, dann bezahlen wir heute das Dreifache, Vierfache oder Fünffache, was kostet ein Brötchen vor 20 Jahren, aber wir spüren es nicht, weil auch die Lohnentwicklung natürlich hochgegangen ist. Und genauso wird es wahrscheinlich so sein. Es gibt vielleicht eine Ökosteuer, aber die dann echt ist vielleicht, dass man sagt, ja, jetzt müsst ihr aber 100 oder 200 Euro in einem Jahr bezahlen, damit wir die Deiche hochbauen können. Ja. Mag sein, also kann ich mir nicht so genau ausmalen, aber ich denke, dass unsere nächste, also die Generation meiner Kinder und meiner Enkelkinder, dass die, was Wetterextreme angeht, Sachen erleben werden, die wir
vielleicht einmal erlebt haben in unserer Lebensgeschichte, so ein Hartschlag, die werden das in ihrer Lebenszeit wahrscheinlich dreimal, viermal, fünfmal oder mehr erleben. Und vielleicht ist es dann so ein bisschen was, was die Betroffenheit noch erzeugen kann. Und was ja auch eine Geschichte ist, ist, wir sind ja weltweit vernetzt. Ja? Wir gehen in Urlaub nach Nepal, wir gehen in Urlaub nach Bangladesch, wir gehen irgendwo hin nach China, Exkursionen studieren dann irgendwo. Und wir haben ja Verbindungen über, wir kriegen ja alles mit, jeder Reissack, der irgendwo umbringt, der kommt in der Zeit. Also bekannt sind ja diese Phänomene. Der größte Taifun, den wir hatten, Megataifun, wann war die Margareta in Vietnam? 2014. Weiß hier keiner, ja? In der Zeitung ging es einmal um, eine Meldung, aber das sind natürlich für diese Städte verheerend. Wenn das immer häufiger geschieht und auch global bekannt wird, ich glaube, dann können die mir vorstellen, dass eine Sensibilisierung dafür kommt. Aber inwieweit kann man denn noch das, ich habe mal gehört, ich bin überhaupt nicht drauf, mache keine Ahnung, aber dass es dann auch so exponentiell nach oben springt, also wenn es dann, wenn wir erst reagieren, wenn wir selber direkt betroffen sind, der Mensch als solcher sowieso, wer damit direkt betroffen ist, ist doch schon zu spät, oder? Ja. Und ich denke schon, also, es gibt so Kategorisierungen schon, wo ich sage, okay, die Häufigkeit der Taifun, oder das ist diese eine Abbildung hier mit den Hitzeperioden, hier auch für die Schweiz, ja, Hitzeperioden, die Häufigkeit der Hitzeperioden mit über 7 Tagen, mit über 30 Grad, die hier auch mal dargestellt sind, das sieht man ganz klar, das ist der Sommer letztes Jahr, 2015 kam es drin, 2013 ist drin, also ist jetzt schon diese extreme, es gibt schon Zahlen, wo man sagt, okay, ich kann sowas quasi mit dem Schaubild oder mit der Grafik irgendwie klar machen. Aber die Frage ist natürlich, ja, was mache ich draus für mich? Und das ist im Prinzip, ja, wenn ich nicht weiß, dass es sowas gibt, ja, dass das so häufig auftritt, dass es da Kategorisieren gibt, dass die Taifune, die Megataifune in den letzten 10 Jahren um 50 oder 100% zugenommen haben. Meine Frage wäre, gibt es denn irgendwie Studien, ich meine, mal angenommen, rein hypothetisch, von heute auf morgen würde der CO2-Ausstoß weltweit vermindert werden, wie lange würde es, weil das geht ja nicht von heute auf morgen, wie lange würde es dauern, bis überhaupt dieser Prozess, der ja angefangen hat, sich wieder rückgängig machen lassen würde? Also ich weiß jetzt keine direkte Studie, aber die Situation ist, das ist das gleiche, da sieht man die Verweildauer dahin dieser verschiedenen Gase, und da gibt es welche, die sind 100 Jahre oder 150 Jahre, also das sind so Zeitmaßstäbe, in denen das abläuft. Also das CO2, was Ihre Großeltern ausgepustet haben, das werden Sie und gerade noch Ihre Kinder mit ausbaden dürfen. Wenn es um Methan geht, sind es nur 10, aber wenn es um Lachgas zum Beispiel geht, dann sind es 5 Generationen. Also 550 Jahre ist ein Lachgasmolekül in der Atmosphäre, bis es abgebaut ist, und so lange ist es klimawirksam. Andere FCKW aus den Kühlschränken bekannt, ja, sind 65 bis 100 Jahre, aber in der Wirksamkeit, wenn man das sich ganz hinschaut, da ist der Faktor 14.000-fach, ja, gegenüber dem CO2-Atom. Also von daher sind das die Zeitmaßstäbe, sind sicher, ich sage es mal, zwischen 3 und 5 Generationen, die das braucht, bis sich sowas wieder eingeben. Das ist eine vorindustrielle Phase, wir sind heute bei 4 ppm CO2, vorindustriell waren wir bei 270 ppm. Vielleicht ist auch das der Grund, warum sich nichts ändert, weil vielleicht denken sich die Politiker auch, ja, wenn sich heute etwas ändert, dann merken, dass es geht. Ich bin für viele Jahre gewählt oder für viele Jahre gewählt. Ja, hier haben wir zwei Bilder. Ja, und ich will immer noch diesen Belgisch-China-Gipfel angehen und auch in dem anderen Anlieferung gehört. Ich meine, es gibt diesen Belgisch-China-Gipfel. Auf dem wird ja irgendetwas diskutiert. Die Industrienationen sitzen da, die Industrienationen sitzen da. Ne? Ich frage mich dann immer, was wird da festgelegt? Was wird da besprochen? Dass die Amerikaner sagen, oh, wir können da doch nicht reduzieren, weil ist doch eine reine Verteidigungssache. Warum macht man diese Gipfel überhaupt, wenn sie doch letztendlich, ne, zu keinerlei
gibt es eine, ich meine, die Erde ist ja nun mal eine Kugel, ja, und wenn ich dazu sage, das nützt mir ja relativ viel. Ich meine, also ich bin viel gereist, ne? Ich sitze hier im Flugzeug in Deutschland und überlege, oh, CO2-Alarm in Stuttgart, ne? Kann noch alle passen auf. Und ich sitze in der Türkei und ich habe einen Busbus, und es stinkt wie die Seuche, ne? Dessen wir sind hier im feuchten Kehricht, ne? Ich bin keine 3 Stunden entfernt und frage mich dann, wie er gebraucht dieser Istanbul-Dampf, ne? Bis er bei uns jetzt abgeblockt angekommen ist. Ne? Also Sahara-Sand ist ja schon einen Tag da, ne? Also hat es doch eigentlich grenzüberschreitend. Ne? Das heißt, es hat überhaupt gar keinen Sinn, ne? Dass wir darüber diskutieren, wenn in Deutschland der CO2-Ausstoß reduziert wird und wir in Nicht-EU-Ländern, ne? Oder in anderen Ländern uns das überhaupt nicht interessiert. Gibt es eine irgendeine Institution, also aus der UNO oder wer organisiert in diesem Weltklimagipfel eigentlich dann, ne? Die dann tatsächlich mal sagt, warum wäre im Interesse der Menschheit, ne? Und sowas etwa angeht. Wahrscheinlich Neste und deinen Abo. Diese Klimagipfel wird interessiert. Wer macht denn der Klimagipfel? Wer macht den? Die EU? Die Regierung. Das ist, ich denke, es ist eine Regierungssache. Das ist keine Sache. Also die WMO oder sowas, Weltmeteorologische Organisation, die macht diesen Bericht zu, stellt einen Bericht zusammen, der durch alle möglichen Gremien geht, der auch einschlägt. Verabschiedet wird? Ein Bericht wird verabschiedet. Nein, das ist alles stimmt. Dieser Bericht, in dem diese Abbildungen zum Teil sind. Ja, ja. Also, einstimmig unter den Wissenschaftlern abgestimmt und so lange diskutiert, bis alle einverstanden sind. Und dann erst gibt es quasi diesen offiziellen Bericht. Das ist anders bei den Politikern, die dann irgendwann nochmal einen Kompromiss finden und sich dann irgendwo nach Hause gehen oder sagen, aber hier die Briten, die brauchen da nicht mitzumachen, die haben ja extra wahrscheinlich. Also, beim IPCC ist es wirklich so, ich weiß es von Kollegen, die in diesen Gremien drin sitzen, einen Kollegen aus der Schweiz, einen Kollegen aus in der Schönfiese oder einer aus, aus Österreich, die diskutieren wirklich, bis sie eine Formulierung gefunden haben, die alle quasi gemeinsam befinden. Und dann erst wird dieser Bericht veröffentlicht. Politik, der Klimagipfel, da geht es ja um Interessen, Lobbyismus, Arbeitsplätze, also Totschlagargumente, aber wer das wirklich initiiert und warum, ich denke, das ist, also ich habe so eine Idee, dass diese Klimakonferenz wie der Kyoto oder so, dass das wirklich so ein Zirkus ist, der halt immer um die Welt wandern muss. Wenn ich mir rechnen würde, was die an CO2 produzieren, dann würde ich halt bleib lieber zu Hause. Mach eine Klimakonferenz. Bevor wir alle depressiv nach Hause gehen, habe ich trotzdem mal eine Frage in Richtung, in der Welt passiert trotzdem im Laufe der Zeit, ja, 10 Jahrhunderte, gibt es eine Entwicklung in die eine oder andere Richtung, das ist nichts Statisches. Und den Zustand, den wir heute hier in Europa haben, ist bestimmt nicht vergleichbar mit dem Zustand vor 100 Jahren. Das heißt, eine Generation, die kommt, die trägt die Erfahrungen mit, oder verändert auch verschiedene Denkweisen, weil sie sagt, ich möchte nicht in meine Großeltern landen. Wenn wir jetzt anfangen, den Kindern genau das einzutrichtern, dass dieser Zustand nur zu einer Katastrophe führt, gäbe es da Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit, in 50 Jahren eine Regierung zu haben, die ja aus diesen Kindern bestehen wird, die anders die Sache handhabt als unsere heutige oder die Welt insgesamt betrachtet. Bin ich davon überzeugt, wenn wir es schaffen, unseren Kindern diese Idee von Nachhaltigkeit mitzugeben, dass wir sagen, Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass auch deine Kinder sozusagen dieselben Chancen haben, wie ich sie selber gehabt habe. Mhm. An Ressourcenverbrauch, an Lebensmöglichkeiten, wenn wir das schaffen, bin ich davon überzeugt, dass es so ist. Und sehen Sie, in dieser Richtung passiert nichts, also zur Zeit, also in den Schulen, meine ich. Ja, es passiert zu wenig. Ja. Ich muss euch jetzt sagen, ich bin Geograf, das ist eigentlich das wichtigste Fach in der Schule, weil die Geografie genau dieses Thema thematisiert. Ja. Jetzt wird Wirtschaftskunde eingeführt, Verzeihung, da wird nur gerechnet. Ja. Da wird den Leuten gezeigt, wie sie ihre Lebensversicherung aufbauen sollen, oder ich weiß nicht was, aber die Konsequenzen, wie quasi der Mensch und Natur zusammenspielen und quasi welche Auswirkungen das haben kann, das Fach ist jetzt in Baden-Württemberg, wir haben 2 Stunden lang Tafel gekürzt, von 7 auf 5 Stunden. Ja, und die Geisteswissenschaften, wo man auch noch selbstständig denken kann.
Ja, das ist eine zweite Frage. Ja. Also, aber ich glaube, wenn wir es schaffen, den Kindern so eine Idee von Nachhaltigkeit zu vermitteln, dann können wir es schaffen. Aber solange die Eltern ihre Kinder mit dem Porsche Cayenne zum Kindergarten fahren, weil die Straßen unsicher sind, glaube ich, dass es nicht funktioniert. Ja gut, doch kann dieser Porsche fahren, aber es kann ja sein, dass es in 20 Jahren, 30 Jahren nicht mehr fahren kann. Bitte? Ein guter Porsche, aber Hybrid. Entschuldigung, das heißt Elektromotor. Also um da eine Perspektive zu sehen in der ganzen Sache, das heißt, der Planet hat Zeit. Das ist ja eine Feststellung, ich glaube, die ist unbestritten. Der hat Zeit, wir haben keine Zeit. Und wir haben die Zeit nicht, weil wir nicht in 20 Jahren das ganze Leben umkrempeln können. Ja. Wir haben als Menschheit vielleicht die Zeit mit einem hohen Preis. Das heißt, vielleicht geht die Hälfte drauf und die, die überlebt, wird irgendwie sich anpassen. Aber wenn wir das jetzt so in einem Zeitrahmen, Zeitfenster betrachten, wir und die nächste Generation, die Zeit haben wir nicht. Und da ist die Frage tatsächlich, was machen wir? Wie gehen wir damit um? Und Sie sagen, die Politik macht nichts oder macht sehr wenig. Die anderen gehen ihren Interessen nach, also bleiben nur die Kinder übrig. Oder? Sehe ich das falsch? Deswegen frage ich das. Die Kinder müssen es ja auch ausbaden. Ja, wir sind ja nicht mehr da. Ja, genau. Wir sind im Altersheim. Kriegen sie nur von Fleisch mit. Also, ich denke schon, dass die Kinder die Zukunft dieser Geschichte sind und die auch dann entscheiden. Aber ich denke, eingebrockt haben es deren Großeltern ja. Und wir. Na gut, also ein gutes Schlusswort. Bitte schön, ja. Kurze Frage, gibt es irgendwelche Berechnungen, wenn es mal einen tatsächlichen CO2-Gau gibt, der die Welt im Prinzip eigentlich dahin rafft oder Menschen nicht mehr atmen können? Gibt es solche Berechnungen? Aber nee, CO2 ist ja ein Schwunggas, wie gesagt, 0,003% Anteil. Das heißt, wenn es 0,1% wäre, haben wir immer noch so, dass es immer genug ist. Ja? Also, es gab Phasen, wo wir diese 0,1% hatten oder sowas mal. Im Tertiär irgendwann, Kreidezeit oder sowas. Ich bin wieder sauber, einen riesigen Fahrt. Aber wie gesagt, es war auch von der Konstellation auf der Erde ganz andere Zusammenstellung. Also die Antarktis war damals noch nicht in dieser Lage, dass wir da so einen Südpol hatten, der so kalt quasi das ganze Klima, das kalt werden sich. Aber es gibt, ich weiß nicht, keine Berechnung, wo da sozusagen der Punkt ist, wo wir umfallen mit CO2. Also wenn man das so betrachtet, Herr Rosner, wir haben heute Abend niemanden beruhigen können. Nein. Im Gegenteil, vielleicht haben wir auch Leute beunruhigt, aber das war auch die Absicht. Das ist ja auch das Thema so, mit Vollgas gegen die Mauern. Vielleicht können wir jemanden warten, wobei die Überzeugten wach zu rütteln, das ist immer das Leichteste. Die anderen muss man warten, die draußen sind und es noch nicht bemerkt haben. Trotzdem, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie hier gewesen sind und uns heute Abend mit dem Wissen hier weitergebracht haben. Und Ihnen danke ich auch natürlich, dass Sie gekommen sind. Und ich habe noch etwas für Herrn Rosner. Ja, natürlich, weil wir machen das ehrenamtlich, aber dennoch darf er nicht ganz so nach Hause gehen. Ich weiß nicht, wie viel CO2 ich nötig habe, um diese Weine zu produzieren. Aber trotzdem, ja, vielen ganz herzlichen Dank. Ja. Applaus